Ja, hallo Leute, was geht heute? Nicht auf dem Stuhl, sondern stehend. Und zwar seht ihr hier einen 5-Minuten-Look, weil ich war duschen, das war schrecklich. Und dann habe ich mir so schnell irgendwas ins Gesicht geklatscht, damit ich nicht ganz so behindert aussehe, wie ich davor aussah, bevor ich Eyeliner drauf gemacht habe und so. Aber egal, das ist eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich plötzlich diese Art von Motivation, wenn ihr da sitzt und euch denkt, jetzt. Das kam und ich dachte mir, jetzt nimmst du das Video auf. Und zwar habe ich gegrübelt und nachgedacht. Stundenlang, tagelang habe ich gedacht, was mache ich diese Woche für ein Video? Und dann ist mir eingefallen, dass mir ständig Leute schreiben, Linda, mach doch mal was mit Gaming. Linda, warum machst du denn auf YouTube nichts mit Gaming? Linda, du solltest was mit Gaming auf YouTube machen. Überall machst du Gaming-Content, nur nicht auf YouTube. Also, boom, Topic ist Gaming. Und zwar fangen wir mal damit an, dass ich nachgedacht habe und nachgedacht habe. Und dann dachte ich mir so, vielleicht fangen wir mal erstmal an mit Gamer Girls, beziehungsweise auch mit mir, denn ich bin ein Gamer, wer hat's gedacht? Und ein Mädchen, das heißt, ich bin ein sogenanntes Gamer Girl. What? Ja, und es gibt viele Leute, die gar keinen Schnall haben, was Gamer Girls eigentlich sind und denken, oh ja. Die tut so, als würde sie zocken und deswegen, keine Ahnung, ist die Gamer Girl, obwohl die das nicht ist. Nein, so ist das nicht. Und deswegen möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, wie Menschen denken, wie Gamer Girls wirklich sind. Ja, hi. Hi, hört ihr mich? Hallo? Ja, ich weiß gar nicht. Wie funktioniert das hier? Ja, ich bin ein Mädchen. Hallo. Ja. wie genau schieße ich jetzt nochmal hier? Oh, Jungs, ich habe den Controller falsch rum. Ah, sorry. Och Mann, ich bin schon wieder gestorben. Was heißt GG? Ja, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen. Und ich habe übrigens auch OnlyFans. Da heiße ich Fake Gamer Girl XXX. Können wir nicht lieber Animal Crossing spielen oder Sims? Ich weiß nicht, ich finde sowas wie League of Legends echt schon brutal. Ja, also ich wollte jetzt Linda, Ich weil ich bin nicht schwöre, der Erska, ich komme zu dir nach Leipzig, na, und reiß dir deinen kleinen Arsch auf. Schlecht im Farben, ich glaube. Elias! Du bist so ein verfick, nee. Ja, und jetzt gibt's ein paar kleine Fakten noch, bevor das eigentliche Video startet. Wie bei Gamer Girls. Wusstet ihr, dass sehr, sehr, sehr berühmte Girls, von denen ihr es vielleicht nicht so dachtet, wirklich Gamer Girls sind, wie Megan Fox, die meinte, sie ist leidenschaftliche Gamerin mit Spielen wie Halo oder Majin Biolik, keine Ahnung. Auf jeden Fall Amy aus The Big Bang Theory ist auch eine große Gamerin. Und zum Beispiel Zooey Deschanel. Das sind kleine Beispiele von Gamer-Frauen, die wirklich zocken. Und dann habe ich mal überlegt, wie viel Prozent der Gamer sind eigentlich Mädchen. Und habe dann mal gegoogelt und gegoogelt. Tagelang habe ich recherchiert. Nee, das stimmt nicht, nicht tagelang. Aber auf jeden Fall habe ich eine Zeit lang recherchiert und habe einen Beitrag gefunden vom August 2020, der besagt, dass 62% aller befragten deutschen Gamer Frauen sind. Insane, oder? Insane. Über 50% der Gamer sind wohl Frauen. Schon crazy, oder? Konnte ich mir jetzt auch nicht so vorstellen. Stand aber da, keine Ahnung, könnte auch falsch sein, aber das habe ich jetzt gefunden und immer wieder gefunden, dass über 50% der Gamer tatsächlich Frauen sind in Deutschland. Der Befragten natürlich. Nicht, dass hier irgendwer wieder irgendwie sagt, Linda, du laberst schon wieder kompletten Müll in deinen Videos. Auf jeden Fall kommen wir zum eigentlichen Video. Und zwar geht es um mich und meine Gamer-Karriere.
Karriere. Und zwar wollte ich einfach mal ein bisschen erzählen, wie ich zum Gamer kam, generell zum Spielen, zum Zocken, zum Gaming. Ich habe auf jeden Fall einen großen Bruder so und er hatte damals schon ein paar Konsolen, womit ich halt spielen konnte und hatte auch durch den Ex-Freund meiner Mutter schon ein paar Konsolen. Und ich weiß nicht mehr genau, welche die erste war, aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit meiner N64. Zeig sie hier einmal kurz im Video, weil sie gerade nicht angeschlossen ist. Und habe damit bekannte Spiele gespielt wie Pokémon Stadium oder Glow oder South Park oder Yoshi's Story, aber natürlich auch den absoluten Klassiker The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und das war auch das erste Zelda-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und natürlich hatte ich nicht nur die N64, sondern auch diverse Gameboys, mit denen ich Spiele gespielt habe, wie Tetris oder wie Gargoyles, Snoopy oder auch Pokémon natürlich. Ey! Ja, und dann ging es so weiter, dass ich irgendwann meine allererste eigene richtige Konsole für mich alleine, für mich selbst bekommen habe. Und zwar die PlayStation 2. Nachdem ich bei meinem Bruder an der Xbox schon gespielt habe, Xbox 360 und an der PlayStation 1 und so weiter, hatte ich dann meine eigene Konsole. Und das war so schön. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wie ich damals an Weihnachten mein Paket auspackte und was stand da? Eine PlayStation 2. Und Leute, ich habe mit keiner Konsole so viel gespielt wie mit einer PS2. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele verschiedene Games gespielt. Und damit meine ich nicht nur SingStar, sondern natürlich auch so Sachen wie Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Spyro, Ratchet & Clank, Tony Hawk, Need for Speed, Grand Theft Auto. All solche Spiele habe ich alle geliebt wie sonst was. Ich habe so viel mit dieser PlayStation gespielt. Ja, und irgendwann gab dann meine Mutter meine SNES weg und ja, die NES, die wir damals hatten, war dann auch plötzlich weg. Und das war dann traurig, aber ich habe ja so viel mit der PlayStation gespielt. Naja, heute habe ich meine SNES wieder, habe sogar jetzt zwei. Und eine NES habe ich leider immer noch nicht. Dann habe ich neben meiner PlayStation 2 auch meine zweite eigene Konsole bekommen, also wirklich neu gekauft. Und das war der Nintendo DS Lite. Und damit habe ich auch so Spiele wie mein erstes Katzenbaby gespielt, aber halt auch so Spiele wie My Sims Kingdom oder The Legend of Zelda Minish Cap oder Crash Bandicoot wieder. Oder so Games wie Gehirnjogging. Ich höre, Dr. Kawashimas Gehirnjogging war der Spirit ever. Und natürlich Animal Crossing Wild World. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal Animal Crossing gespielt. Zumindest das alte. Auf jeden Fall ging es dann so weiter, dass ich halt wirklich sehr viel gespielt habe. Ja, und dann habe ich auch noch diverse andere Konsolen immer wieder bekommen. Immer wieder gab es sowas nebenbei. PlayStation 1 und sowas kam immer wieder so nach und nach und ich habe gespielt und gespielt und ich war auch manchmal draußen, aber ich habe sehr viel gespielt und dann irgendwann hat mir jemand eine PS3 geliehen und dann habe ich damit gespielt, habe gemerkt, dass die PS3 kacke ist, deswegen habe ich sie auch nicht. Naja, und dann ging es so weiter, dass ich mir meine erste Konsole selbst gekauft habe und das war zu damaligen Zeiten das Beste, was jemals rauskam. Es war die Revolution, Leute. Wisst ihr, welche es war? Wenn ich daran denke, erfreut sich mein Herz daran. Natürlich den Nintendo Wii. Also war eine Revolution, dass man mit Bewegungssensor und so weiter Stuff machen konnte. Und da habe ich Games gespielt wie Der gestiefelte Kater oder Rabbids Go Home. Diese Rabbids. Naja, solche Games auf jeden Fall und natürlich The Legend of Zelda Twilight Princess. Und dann, Leute, dann kam die Zeit, in der ich anfing, Just Dance zu spielen. Und ich habe Just Dance nicht nur gespielt, ich habe Just Dance gefühlt. Ich habe Just Dance gelebt. Just Dance war alles, was ich hatte und alles, was ich brauchte. Und ich habe so viel abgenommen durch Just Dance. Tag und Nacht habe ich gespielt, habe ich getanzt zu allen möglichen Dance-Moves. Nächtelang, stundenlang habe ich jeden Move auswendig gelernt, mir weitere Just Dances gekauft, Special Edition wie The Black Eyed Peas und Michael Jackson.
Battle Me. Ich kenne jeden Tanz. Als die Wii dann irgendwann nicht mehr so cool war, habe ich dann, was heißt nicht mehr so cool, ich habe mir auf jeden Fall irgendwann einen Laptop bekommen und damit habe ich jetzt gedacht, League of Legends gespielt. Dieses dreckige Drecksspiel, was ich jetzt seit fast 7 Jahren spiele. Es war auf jeden Fall sehr lustig, weil ich hatte keinen WLAN, ich hatte nur einen Internetstick, den ich dann da reinstecken konnte und dann mit 1 GB pro Monat League of Legends spielen. Oder mit meinem Handy-Internet, was ich dann hatte, ganz, ganz schwierig. Dann habe ich die Liga der Legenden angefangen und es lieben gelernt, es hassen gelernt, es deinstalliert und wieder neu installiert. 3-mal geweint und gelacht. Gut, geweint habe ich nicht, aber ich wurde sauer und wieder glücklich. Ich spiele es immer noch. Die neue Season ist draußen. Hey, naja. Dann ging es so weiter, dass ich halt wirklich die Liebe des PC-Gamings entdeckt habe. Ja, die Konsolen wurden immer weniger wichtig für mich. Ich habe mir dann noch eine Xbox One S geholt, als sie bei Black Friday im Angebot war, mit Assassin's Creed Origins. Ich habe natürlich auch noch andere Assassin's Creed-Teile gespielt, aber ich wollte jetzt nicht alles hier aufzählen. Ist ja auch eigentlich relativ schnuppe. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann eine PS4 von einem Kollegen abgekauft. Hab dann letztes Jahr auf der Gamescom eine PS4 Pro gewonnen, hab dann einem anderen Kollegen meine PS4 gegeben, hab dann die PS4 Pro behalten und so weiter. Ist ja auch egal. Dann habe ich mir meinen ersten PC geholt, beziehungsweise habe ihn geschenkt bekommen. Und damit konnte ich dann League of Legends spielen mit mehr als 7 FPS. Es war ein Traum, Leute. Es war ein Traum. Naja, und dann fing ich irgendwann mit Pokémon Go an. Ich weiß, es ist kein richtig krasses Spiel, aber... Dann fing es auch am Handy an. Am Handy habe ich nie wirklich viel gespielt, aber dann Pokémon Go und Hearthstone kamen dann dazu. Da habe ich dann auch sehr viele Stunden reingesteckt. Vor allem bin ich für Pokémon Go wirklich rausgegangen, bin stundenlang rumgelaufen, um Pokémon zu fangen. War auf jeden Fall gut für meine Figur. Sollte ich mal wieder tun. Naja, egal. Und dann, habe ich meinen nächsten PC geholt. Und zwar einen richtig guten PC. Alle PC-Teile ausgetauscht und konnte dann weitere Games spielen, wie Borderlands zum Beispiel, Overwatch oder Heroes of the Storm. Dann kam die Switch raus. Ja, natürlich hatte ich die Switch dann auch bei Release. Die wurde mir dann auch damals geschenkt. Und dann fing das an mit Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, bla 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 bla. Ging auf jeden Fall immer so weiter, dass ich das immer mehr gestackt hatte. Dann habe ich irgendwann 3DS von meinem Neffen bekommen, dann wieder das hin und her. Dann habe ich meinen PC aufgestockt, weil ich angefangen habe mit dem Streamen. Und jetzt streame ich seit 4 Monaten aktiv, ihr wisst das ja, und spiele unzählig verschiedene Spiele, vor allem viele Community Games, so Among Us, Phasmophobia, The Game of Life, Uno, Fall Guys. Das sind so viele Spiele, die ich jetzt durcheinander spiele. Und auch noch Games wie LOL und Overwatch. Das ist so ungefähr das, wie ich zum Gamer wurde. Und ich muss sagen, dass Gaming wirklich eine richtig krasse Leidenschaft geworden ist. Dass ich wirklich Abende lieber zu Hause geblieben bin, als diese mit Freunden draußen zu verbringen, weil ich hätte ja zocken können, was ich dann getan habe. Und meine Einrichtung ist auch sehr gamingmäßig eingerichtet. Ach übrigens, ich habe ja meine Wand fertig gemalt. Oh Gott. Meine Klamotten sind meistens Gaming-Sachen, meine Accessoires. Na, auf jeden Fall, ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen und es war nicht zu langweilig, mir zuzuhören, wie ich hier über meine Entwicklungen rede, über meine Gaming-Karriere. Ja, es gibt da wahrscheinlich noch viel mehr, was ich jetzt einfach vergessen habe, aber juckt nicht. Ihr seht mich auf jeden Fall 19 Uhr immer on stream auf Twitch. Steht alles hier unten, außer Montags und Samstags. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch gerne so Like, Kommentar, Abo und so weiter da, wenn ihr darauf Bock habt. Ich würde mich freuen. Wenn nicht, ist auch okay. Ansonsten habt noch einen schönen Tag, meine Freunde. Ich bin übrigens auch mittlerweile auf Twitter unterwegs, Pix30, wie auf Instagram, bla bla bla.